tot. Wollen wir am Ende mal erzählen, wer öfter gestorben ist? Wie oft? Keine Ahnung, Mann. Wer von uns beiden öfter stirbt, mal gucken. Ich kann sie nicht verlangsamen. Ich kann sie fast erreichen. Minen! Nein! Minen! Und los! Mann, hör auf zu lesen. Ich lese dich, höre nur. Hör auf zu hören, konzentrier dich. Das wird langsam langweilig hier. Mann. Ich hab nichts gemacht. Jetzt stirbst du an der Stelle, wo ich gestorben bin. Ich bin dieser Mine ausgewichen, dann bin ich voll irgendwo gegengeflogen. Ja, du darfst dieser Mine nicht ausweichen, du musst die wegschießen. Aber wenn ich nachlade, sterbe ich. Da ist sie, wuhu, überlebt. Yeah, wir haben es geschafft. Yay, Erfolg. Okay, ich schließe und fliege hier oben. Okay. Wow. Okay, die prallen eh wieder auseinander. Ich schaff das jetzt. So, jetzt geh ich nach rechts. Ganz ruhig. Okay, ich lebe noch. Und runter. So, Shift. Und rüber. Und ran, und ran. Links, oh, fuck. Rechts, geradeaus. Genau. Oh, vorsichtig, mal das fette Ding. Das fette Ding ist so fies. So. Ah, ich bin ausgewichen. Willst du mich verarschen? Tot! Ich glaube, wir sind dagegen geknallt oder so. Kann das ja, sein? Ja, wir sind dagegen geknallt. Oh man, das ist so gay. Ich dachte, man muss da reinfliegen, weil das auf nirgendwo hinging. Ich wollte auch mich dahinter verstecken und dann sind wir gestorben. Mann, wir sind so low. Ja, du bist tot! Mann, das Ding hat meinen Fuß gestriffen. Es hat meinen Fuß gestriffen. Mein ganzer Körper hat geklatscht. Den Fuß hat er durchgeschnitten, du bist tot. Ich schieße jetzt erst drauf, wenn dieses eine Scheißding wiederkommt. Nein, das da. Minen! Ja, so kriegen wir die erste Stelle schon mal so. Dann nach da links oben. Ich hier hoch. Ja, ich auch. Wieder fast gegengeflogen. Da haben wir ein Loch, hier kann ich mal eben nachladen. Die fliegen auseinander, so. Ich lebe noch. Ja, ich lebe noch. Okay, da ist auch nur gegengeflogen. So. Das hier ist schon das genau. Dicke Ding. Warte, die Minen. So, jetzt dahinter. Minen sind zerstört. So, jetzt nicht schnell fliegen. Wo einfach müssen wir jetzt hinfliegen? Warte einfach. Yay, wir haben es geschafft. Ja, eben hat's gespackt. Was machst du da? Lass das Ding los! Ich würde sie einfach nur drehen. Hui. Ah, ich muss gleich kurz. Okay. Guck dir mal die Typen an. Ja, guck mal, jetzt haben wir erst eine Luftanzeige, ne? Nee, das hatten wir schon davor gehabt. Wart mal auf mich. Ich bin hinter dir. Boah, muss ich kotzen, ey. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt stehen bleiben würde und die 218, 17 Sekunden hier bleibe? Ersticke ich, ne? Ja. Hier, diese Dinger da vor dir, ne? Nee, nicht das Ding. Hier. Hier, wo ich bin. Vor mir. Siehst du das Ding da? Also das? Genau, und das musst du jetzt mal benutzen. Benutze es einfach mal, wie eine Tür. Oder eine Leiter. Ja, hab ich. Damit füllst du direkt deine Luft wieder auf. Cool. 300 haben wir ja nicht, ne? Kommst du? Was soll ich machen? Naja, hier zu mir komm. Was? Andere Richtung. Das bin ich. Ich bin rot. Was denn du? Hier. Hinter dir. Hey, das ist auch ein Dings. Meins. Ja, aber es bringt dir doch nichts. Beeil dich lieber, sonst gehe ich ohne dich. Ja, wo bist denn du? Sticken. Ich sehe dich doch gar nicht. Ja, ich sag doch hinter dir. Beim Eingang. Drück halt einfach Hi. B. Hi. Kann ich jetzt irgendwie... Mach an. Ja, du musst eh landen. Ui. Fang an zu landen. Geht nicht. Aber sowas noch nie.
Könnte daran liegen, dass die souveränen Kolonien Versager waren. Als sie den Unabhängigkeitskrieg gegen Urskar verloren, zerstörten sie ihre gesamte Fläche. Nicht überrascht, dass sie nicht überlebt haben. Ey, frische Luft. Wenn das hier Ellis Ziel war, können Sie wetten, dass es was mit dem Marker zu tun hatte. Okay. So, Tür auf. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ellie ist die Frau. All is lost. Cool. Hier ist eine Tür. Und hier auch. Ja, die geht aber nur auf, wenn du da bist. So, rein mit dir. Bin drinnen. Warum machst du den ganzen coolen Kram und ich nicht? Aua. Ah. Ey. Aua. Wie kann ich weit wegschießen? Einfach schießen. Cool. Nimm es mit, okay, ist meine Waffe. Mach auf. Hops. Mach auf. Mach auf. Kann ich nicht, wenn du im Weg stehst. Ich stehe nicht im Weg, meine Kiste ist aus. Ja, aber das Ding steht. Außerdem musst du viel dichter kommen. Du bist so weit weg. Och, leck mich doch, meine Kiste ist weg. Wäre Standrahmen. Hier ist noch ein Tesla-Kern. Eine was? Ein Tesla-Kern. Cool. Mach auf. Tesla-Kern. Oh, ich muss mal was drehen. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Ich sehe gerade nichts. Ah, das ist gar nichts. Nee, kann man nicht. Das irgendwie aktivieren. Dein Co-Partner. Cool. Ja, ich wollte noch Heiltränke so schieben. Ah, komm mal da. Aua. Da, steck's rein. Ich steck's rein. Wo soll ich denn reinstecken? Da. Ja, wollen wir dann eben hier ein bisschen rumbasteln und. Ja. Wir können ja immer zeigen, bisschen, wie das hier geht. Mit rumwerkeln, aber. Das genau rumwerkeln, würde ich sagen, machen wir dann so offline. Ansonsten dauert das ja echt eine Weile. Ja, kurz, das machen wir offline. Kurz die Menüerklärung hier. Mhm. So. Geht das schnell. Ja, ich baue eine Waffe jetzt mal so. Unten haben wir kein Tool. Ja, kann man sehr viel Blödsinn mitbauen. Da kann man wirklich viel Blödsinn machen. Finde ich aber ziemlich lustig. Ich hab mir ja, ich noch gar nichts hier. Naja, der schwere Standardrahmen, ne? Wo hast du denn? Den hätte ich auch aufgehoben. Ach, den Rahmen? Ja, genau. Du kannst halt hier einfach so und dann machst du eine neue Waffe in der Mitte. Na, nimmst dann den schweren Standardrahmen. Mit dem schweren kannst du halt wesentlich stärkere Waffen als mit dem Plasma-Kern, ein Tool zum Schneiden, isolierter Plasma-Brennstoff abfeuert, Antriebsmotor zu elektrischen Schweißen und mit Starkstrom. Entschuldigung, mit dem Plasma-Kern. Von hier aus kommst du auch an die Dings ran, an deine Kiste. Die Kiste? Und die ist auf dem letzten Slot, das ist der Safe. Knapp bei Kasse. Erfolg bekommen. Ich werf hier zum Beispiel erstmal ein mittleres Medipack rein und. Ja, mittleres Safe. Ach, das ist ein Safe. Genau. Objekt herstellen, nicht so. Ich hab hier Waffen. Pläne finde ich auch nicht so praktisch. Ich hab hier einen Planet Cracker, AL Clear Cutter, Regis Überlebender und einen Scharfschütze habe ich hier. Aber man kann nur zwei Waffen mitnehmen? Ja.
demontiere gerade meine Waffen und baue alles an meine Hauptwaffe ran. Welche ist deine Hauptwaffe? Also das ist das Drehmaschetten-Tool, keine Ahnung, womit das geht, ist mir auch egal. Bandit-Cracker, Überlebende, Maschinenpistole und schwerer Standardrahmen an der Energiekanone. Ich habe den Tesla-Kern jetzt auf den schweren Kompakten draufgebaut und den Militärantriebskern unten dran geschraubt. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Waffe, finde ich. Mal kurz was gucken. Geht schnell. Echte Slot-Waffe. Ich gehe mal nach oben gucken, ob da irgendwas ist. Ich kann einen neuen Rahmen herstellen. Ja, würde ich erstmal nicht, weil findest du eh. Viele Materialien haben wir auch noch nicht. Hier oben ist noch ein mittleres Pack. Zwei mittlere waren noch oben. Ich bastel noch ein bisschen, aber ich bin erst auch fertig. Naja, ich weiß halt nicht, ob ich den großen Cutter nehmen will oder eher den kleinen. Das ist also mein Problem. Binne Waffen. Seht ihr das? Ja, natürlich sehe ich das. Hey, die ist schön, guck mal. Oh, die hat ein Dreilauf-System. Ein Scharfschütze ist das. Hab ich irgendwie diesen DLC aktiviert oder warum habe ich die Waffe? Vielleicht, ja, wenn du DLCs hast dafür für das Spiel, dann ja. Ich glaube schon. Weiß nicht. Ich habe halt nur die Erweiterung für das Spiel, mehr nicht. Ja, ich habe ein paar DLCs haben, ja. Da kannst du ja auch so irgendeinen komischen Bot holen. Also hier oben ist nichts, aber auf der anderen Seite waren zwei Medikits. Zwei Medipacks. Wirklich? Leiter vom Partner blockiert. Beweg deinen fetten Arsch darunter. Das ist voll nervig, man, der ist so langsam. Ich finde den aber zu langsam. Müssen wir den wohl doch abschnabbeln. Ja, ich habe schöne Waffen. Aber konnte man nicht damals mehr Waffen mitnehmen als nur zwei? Sogar, damals, ich glaube eher vier. Ich glaube drei, aber ich weiß es nicht. Nee, ich glaube hoch, runter, rechts und links kannst du machen. Und die vier Waffen hattest du gehabt. Aber ich glaube, das hat halt zwei gewesen. Das hat zwei gewesen. Ich weiß nicht. Ich habe mal die Demo von Teil 2 durchgespielt, weißt du? Da hat man eigentlich vier Waffen gehabt. Da bist du gegen Ende von der Demo halt gestorben, weißt du ja. Oder kennst du sie nicht? Nö. Du hast irgendwas gemacht. Nur irgendwas. Nützt sich eigentlich den... Okay, so, benutzt mal den. Ja, ich weiß echt nicht. Ich hab ja auch diesen mit den Fünfer. Das ist ja der Tesla-Kern. Ja, der Tesla-Kern hab ich ja auch. Aber ich weiß echt nicht, ob ich den nehmen will, weil du so langsam schießt. Ich bei mir schießt jetzt mich schnell. Ja, ich bin nicht? Ja schon da. Ja, weil ich so weit weg bin. Oh, ich geht's. Yeah, Necromorphs. Könnte nicht mal Mar sein. Ja, mehr als die Scheiße.
Und hey, hier ist noch ein Safe. Wo ist ein Safe? Hinter mir. Also dort. Da wo. Von der Lauf? Dort. Achso, dort. Eine Kiste. Ja, what the fuck geht mit dem? Ich hasse Nekromorphs. Ja, hinter dir kommt auch noch einer. Looten die irgendwas? Ja, looten die. Die sind mal eklig hier. Kann das vertreten? Nope. Genau, Ratze. Ah, hier ist noch ein Artefakt. Was auch immer die bringen. Nur ein paar Lockern treten. Ein Träger. Erfolg. Oh mein Gott, nein. Ach, fuck mal. Guck mal hinter dich. Oh. Gut, der ist tot. Der ist auch tot. Ja, der war auch tot. Da gibt's hier nicht noch einen Shop, den man benutzen könnte? Ich glaube nicht, ne? Wir sollen da sogar runter. Lass mal gucken, ob hier noch was ist. Nein, wir gehen noch nicht runter. Da hinten ist noch was Schönes. Ah, hier ist ein Safe. Ab, das ist ein Feuerrad. Ich weiß nicht, ob ich die Gewehre so cool finde. Die sind eine Upgrade-Platine. Ja, ich weiß. Das Feuerrate. Ja, ich hab die auch gekriegt. Cool. Also alles, was ich hier einsammle, kriegst du auch, oder was? Nicht alles, aber die Upgrade-Dinger, ja. Cool. Aber ich krieg zum Beispiel nicht die Medipacks und so. Oder die Munition, die muss ich selbst finden. Aber guck mal auf den Boden, ist das dir schon aufgefallen? Diese Striche von unseren Helmen. Ja. Voll cool, bitte. Geil. Verriegelt. Kann man das irgendwie hacken? Nee. Zusammen sind wir stark. Ich trau den scheiß Lüftungsschächten nicht. Was war das jetzt? Ja, ich kann da nicht runter, du fette Sau. Ich bin doch schon längst weg da. So. Ui. Hä? Au. Uiuiui. Ah! Geh mal, piss dich da. Nee, da lag noch was in der Tor. Ah, okay. Was warum, ne? Wirklich? Ach, die Dinger. Na, die kennst du, ne? Ja, kenn ich. Damals waren es Babys, jetzt sind es kleine komische Hunde. Ja, die Babys sind knuffiger. Du hast das Tor getroffen. Meiner. Fick dich doch, du Scheißviech.
Ja, du hast das voll viel überlebt, übersehen das Vieh, ne? Kann das sein? Jetzt ist es tot. Hey, das ist doch was. Jetzt ist es tot. Kacke Viecher. Wie lande ich nochmal? Mit Alt. Haha. Ich weiß nicht, wie du landest. So. Mit den Füßen voraus am besten. Lock, Muni. Ja, schön. Wollen wir jetzt mal Pause machen? Ach, wir können gerne Pause machen. Erstmal hochklettern, okay? Na gut, klettern wir erstmal noch nach oben. Ja. Ah. Sind wir oben in einem dunklen, dunklen Raum? Ja, kuscheln. Ja, dann machen wir wohl mal einen kleinen Cut und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.